Maria Michalk für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Vorredner hat so oft das Wort schäbig in den Mund genommen, dass ich jetzt sagen möchte, schäbig war, glaube ich, Ihre Rede, weil Sie der Koalition unterstellen, dass wir die vielen, vielen Projekte, sprich Gesetzesvorhaben, niemals aus der Sicht der Versicherten diskutiert haben. Sie wissen ganz genau, dass das nicht wahr ist, dass es diese Koalition ist, dass es dieses Gesundheitsministerium und wir in der Koalition und bei bestimmten Projekten sogar Sie dabei sind, wo wir immer aus der Sicht der Versicherten schauen, was hilft Ihnen, was bringt uns voran. Deshalb sage ich, Ihre Rede war der Haushaltsrede nicht entsprechend. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Maria Kleinschmein? Bitte schön. Ja, ich will Selbstbestimmung von Frau Michalk. Ist das Frau Michalk, ich hoffe, Sie haben zur Kenntnis genommen, dass ich in keinster Weise davon gesprochen habe, dass Sie bei allen Reformen nicht die Patienten im Auge gehabt haben, sondern ich habe gesagt, Sie haben vermissen lassen in dieser Diskussion das Signal, das davon ausgehen muss, dass wir sagen, wir investieren in gute Versorgung und in den sozialen Zusammenhalt. Ich bitte das doch sehr zur Kenntnis. Also, wenn Sie leugnen, ich komme dann gleich noch drauf, dass wir nicht in gute Versorgung investieren, dann straft Sie die Wirklichkeit Lügen. Das werden Sie dann gleich noch hören. Meine Kolleginnen und Kollegen haben vieles davon gesagt. Sie wissen ganz genau, dass das nicht richtig ist. Lassen Sie mich noch vielleicht so als Zwischenstand, damit wir wieder auf den Boden kommen, feststellen, jeder von uns, egal ob hier im Hohen Haus oder draußen in unserem wunderschönen Land, kann auf Gesundheit nicht verzichten. Und ob es einfache Befindlichkeitsstörungen sind oder ernsthafte Erkrankungen, jeder tut alles, um gesund zu werden. Und es ist kein Zufall, dass gerade am Ende der zu Ende gehenden Urlaubssaison viele, viele Menschen, die im Ausland erkrankt sind, alles dafür tun, schnellstmöglich zurückzukommen, um hier die Versorgung zu bekommen, damit sie gesund werden, weil die absolut exzellent ist und musterhaft. Wir haben eins der besten Gesundheitswesen in den Industriestaaten. Das müssen Sie nun einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich will auch wirklich vielleicht noch mal auf Folgendes hinweisen. Das hatte ich jetzt gar nicht so vor, das zu sagen. Aber wenn wir die demografische Entwicklung sehen, und wir sind noch nicht im Wahlkampf, sondern wir sind mitten in der Legislaturperiode, haben viele, viele Projekte noch auf die Schiene gesetzt, wie ich immer sage, die wir zu Ende bringen werden. Und nächstes Jahr werden wir uns dann mit dem Ist auseinandersetzen. Aber die heutige Bilanz ist enorm. Und wenn wir uns überlegen, was wir alles gemacht haben und wie das entgegengenommen wird, dann kann niemand sagen, diese Koalition hat nicht Stück für Stück die Projekte, die Gesetzesvorhaben aus dem Koalitionsvertrag ausgearbeitet, weil wir wissen, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts immer und immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden. Deshalb wächst auch der Etat des Gesundheitsministeriums, aber es wächst vor allen Dingen die Gesamtausgabe im Gesundheitsbereich. Das haben meine Kollegen schon gesagt. Unsere Ausgaben- und Einnahmesituation, eigentlich muss man sagen, Einnahme- und Ausgabesituation, ist fast genauso hoch wie der gesamte Bundeshaushalt. Das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Darüber finanziert sich das. Und wenn ungefähr, muss ich sagen, es ist heute ein Ist, dass jeder zweite Krankenhauspatient über 65 Jahre ist, dann hat das doch Konsequenzen. Und wenn Sie einen lieben Menschen im Krankenhaus besuchen, nehmen Sie Rosen mit. Rosen regnet es nicht vom Himmel. Ich nehme jetzt mal das Zitat von Meister Goethe, der gesagt hat, Rosen regnet es nicht vom Himmel. Im Traum manchmal schon. Wer Rosen ernten will, muss Rosen pflanzen. Dann dauert es eine Weile und dann können Sie sie schneiden und sich daran erfreuen. Und genau das machen wir. Wir setzen Stück für Stück solche Dinge aber praktisch in Wirklichkeit um, und unsere Bevölkerung ist es, die daraus profitiert. Und deshalb will ich Ihnen jetzt mal sagen, das kann doch nicht sein, dass Sie sagen, Terminservicestellen ist Quatsch, weil da bis jetzt 60.000 Leute nur sowas in Anspruch genommen haben und Termin vermittelt
bekommen habe. Wir sind noch nicht mal im einen Jahr dieser Existenz, der Existenz dieser Terminservicestellen. Hätten wir sie nicht, dann würden Sie umgekehrt sagen, so viele Leute warten weiter nach wie vor auf Termine, die vergeben werden. Also es ist auf dem richtigen Weg. Lassen Sie mich aus einem anderen Gesetz sagen, das Entlassungsmanagement aus dem Krankenhaus haben wir doch nicht gemacht, um irgendjemanden zu ärgern, sondern weil wir die Wirklichkeit betrachtet haben und eine Antwort darauf gefunden haben, mehrfach und jetzt wieder. Und es ist besser geworden, Sie wissen das. Die sogenannte Kurzzeitpflege für Leute, die quasi nicht in Pflegebedürftigkeitsgrade oder jetzt gerade fallen, Gott sei Dank kann man sagen, aber vorübergehend noch Unterstützung brauchen, gehen in die sogenannte neu geschaffene Kurzzeitpflege, wo ihnen geholfen wird, dass sie dann ein eigenständiges Leben führen können. Das sind doch gute, Projekte. Sind die Zweitmeinung, das Recht auf Zweitmeinung, kann niemand leugnen, dass das nicht sinnvoll ist. Wenn wir die Voruntersuchung, dass die Vorsorge für Kinder und Jugendliche verbessert haben, kann doch niemand sagen, wir haben das gemacht, weil wir nichts anderes zu tun hatten, sondern das sind alles Dinge, die den Menschen vor Ort in der jeweils konkreten Situation Erleichterung geben. Niemand behauptet, dass wir nichts mehr zu tun hätten. Jeder weiß, dass wir weitere Dinge tun werden und jeder weiß auch, dass das eine oder andere zusätzlich kostet, wenn wir uns überlegen, wie wir zum Beispiel bei der Palliativversorgung und im Hospizwesen die Dinge geregelt haben, dann ist das eine Verbesserung für die Leute. Und wir waren uns einig, das will ich dann extra nochmal ansprechen, dass wir die Gesellschaft mit hineinnehmen, dass wir bei 95% der Finanzierung geblieben sind, dass die Gesellschaft sich weiter dafür interessiert und auch ein Stückchen Beitrag dafür leistet. Oder wenn wir im E-Health-Gesetz den Medikationsplan auf den Weg gebracht haben, dann sind das Projekte, die dringend wichtig sind, auch mit dem Stichwort Digitalisierung in unserem Gesundheitswesen, haben wir noch wahnsinnig viel zu tun und ich ärgere mich auch, dass wir viel Zeit verloren haben, aber jetzt sind genau die richtigen Dinge praktisch in Wirklichkeit umgesetzt, mit den Partnern in Realität umgesetzt und das muss weitergehen. Und deshalb ist das wichtig, dass wir auch sagen, das eine oder andere kostet mehr, aber wir haben natürlich das Problem, wenn wir das Präventionsgesetz uns anschauen, dass wir nicht mit Euro und Cent genau ausrechnen können, wie viel Ersparnis es bringt, wenn Menschen genau in ihren Lebenswelten jetzt auf gute Ernährung, auf mehr Bewegung achten und Krankheiten verhindert werden. Es ist auch wichtig, dass wir die chronischen Krankheiten stärker angehen. Deshalb haben wir die strukturierten Behandlungsprogramme eingeführt und die Liste ließe sich weiter führen. Ich weiß, Frau Kleinschmeick wird dann sagen, das ist alles viel zu kleinteilig, aber das orientiert sich genau am Menschen und das ist uns wichtig. Und ich möchte auch noch einen Punkt ausräumen, das hat Frau Lütsch so behauptet und das möchte ich, dass sich das gar nicht erst festsetzt, denn sie hat von der Lücke in der Pflegereform gesprochen, dass manche Leute einen drohenden, dass manchen Leuten der Heimplatzverlust droht. Sie wissen ganz genau, dass das Recht auf Hilfe zur Pflege erhalten bleibt, wenn Sie das PSG 3 im Entwurf und das Teilhabegesetz in Kombination noch mal genau sich durchsetzen, werden Sie das erkennen. Bei eingeschränkter Alltagskompetenz ist der Pflegegrad 1, wer den hat, der behält das und wer eins hat, kriegt jetzt die 125 Euro und wenn es nicht reicht, dann ist nach wie vor das SGB 12 anzusprechen. Das muss man doch einfach noch mal zur Kenntnis nehmen und nicht so tun, als wenn das ein Problem ist. Sollte es da Unklarheiten geben, wir werden uns das in der Gesetzesberatung natürlich noch mal anschauen, dann werden wir das konkretisieren. Aber was ich kritisiere, ist, dass Sie hier der deutschen Öffentlichkeit erklären, wir schaffen neue Lücken in dem Pflegebereich. Ganz im Gegenteil. Und unser Bundesminister hat es schon erwähnt, im internationalen Vergleich und im internationalen Gesundheitswesen spielt Deutschland eine ganz wichtige Rolle, bringt sich ein mit seinen Erfahrungen, hilft, wo es geht. Wir tauschen uns auch. Die Versorgungsforschung ist uns wichtig. Ich freue mich wirklich, dass seit Jahren eine gute Zusammenarbeit deutscher Forschungsinstitute, zum Beispiel mit Instituten in den USA zusammenarbeiten, wenn ich Heidelberg
Merck und Justen mal jetzt als zum Vergleich nehme, im Grunde genommen muss man da auch mal wirklich den Herrn und Damen Danke sagen, dass sie sich so engagieren, und zwar nicht, weil sie meinen, dass es Forschung muss sein, sondern weil auch sie im Dienste der Gesundheit stehen. Seit Jahren wird daran gearbeitet, diese schreckliche Krankheit, Krebs, zu bekämpfen. Und seit Jahren hoffen Menschen, dass sie im Grunde genommen endlich erlöst werden und eine Therapie bekommen, wo größere Heilungschancen anstehen. Es ist auf einem guten Weg, und es muss uns doch stolz sein, dass deutsche Wissenschaftler da mitarbeiten. Und deshalb ist jeder Euro, der in diesen Bereich gegeben wird, wichtig und richtig. Und ich bitte auch, das eine oder andere können wir ja noch im Rahmen der Haushaltsberatung ergänzen, verstärken. Da ist gar keine Frage, da sind wir uns immer einig gewesen. Aber es ist notwendig, dass wir uns nicht selber hier schlecht reden, sondern auch positiv sagen, was sich zum Wohle der Menschen verbessert hat. Auf diesem Wege werden wir die weiteren Monate bis zum Ende der Legislaturperiode arbeiten. Das lassen wir uns nicht nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Maria Michalk, nächste Rednerin für